Süden, weil es Winter wird. Allerdings mein Kumpel irgendwie zu schulen. Ja. Ich hab da einen Meißel mit der Kumpel, das geht perfekt. Ja. Das macht ja hier schon gute Fortschritte. Was meinst du, wann du durch bist? Ja, ich brauch nicht mehr lange. Was meinst du, wie lange noch? Naja, ich meine, ich kann nur die Ritze hier öffnen. Richtig einreißen kann man es wahrscheinlich sowieso nicht. Wieso, wenn du die beiden gerade hier aus dem Bade hier löst, kannst du nicht? Ich habe da kein Interesse, irgendjemanden mit der Betonplatte zu erschlagen, aber das ist mehr ein symbolischer Akt. Aber ich muss das weitermachen. Ja, wenn ich nicht mehr laufen kann und mir meine Hände wehtun von den Taschen tragen. Ich kann auch nicht mehr laufen. So wie haben sie mir echt noch nie getan. Ich hätte bestimmt und ich nicht war auch noch nie 12 Stunden auf der Beine mit Einkaufen beschäftigt. Bei uns gibt's ja gar nicht so viel, dass wir so lange unterwegs sein müssen. Aber da ist mir das egal, da haue ich gefühlt von den Menschen an. Wo sind Sie her? Sie wohnen hier? Von Schwedt. Schwedt an der Oder. Wo ist das? Chemiearbeiterstadt ist nordöstlich von Berlin. Wie weit? Wie viel? Von Berlin ist es vielleicht 60, 100, ja. Das erscheint Ihnen immer noch wie so ein Traum. So richtig fassen kann ich das nicht. Und ich verarbeite das doch sehr, sehr schwer, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil ich eigentlich ein bisschen traurig bin. Wir wollen so ein gutes, sozialistisches Land sein. Bei uns soll alles so funktionieren und soll alles so prima sein, so billig. Und wir sind ja stolz auf Grundnahrungspreise, ne? Dass die nicht steigen und alles. Aber wenn ich das dann sehe, Mensch, ich gebe doch lieber 10 Pfennig für ein Brötchen mehr aus. Bei uns kosten sie 5, bei euch 15. Aber das sieht dann aber aus und das ist frisch. Ich war Freitag in der Kaufhalle bei uns, ich wollte ein Brot kaufen für das Wochenende. Das war ja knüppelhart, da hätte ich mit ihnen mit erschlagen können. Und so steht es ständig freitags. Sie kriegen kein frisches Brot. Montags machen die Kaufhallen um 10 Uhr auf, um 12 Uhr haben sie noch kein Brot. Das ist einfach traurig, die Versorgung, das ist echt. Und das ist A und O, was die Bürger ärgert. Nicht nur das Reisen, vor allen Dingen die Versorgung. Wenn sich da nicht bald was einfallen lassen und mit die Sachen. Dass es eigentlich nur auf freiwilliger Basis eine Längerarbeit geben kann. Und bei Woolworth wird das auch gesagt, dass alle Mitarbeiter freiwillig arbeiten würden. Andererseits habe ich bei anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gehört, dass sie natürlich auch gern nach Hause möchten, weil sie Besuch von drüben hier haben und die gerne sehen würden. Andere guckten um 14 Uhr verwundert auf die Uhr und sagten, Mensch, es ist ja schon 14 Uhr und wir machen noch nicht zu, warum denn? Und hörten dann, ja, wir haben heute länger auf. Sie sind also überhaupt nicht gefragt worden. Also auch da ist die Situation chaotisch. Man kann wirklich sagen, das Ladenschlussgesetz ist praktisch außer Kraft heute. Wie wird es denn morgen weitergehen? Werden einige Geschäfte auch am Sonntag offen haben? Ja, es ist so, dass Woolworth unbedingt morgen aufhaben will. Sie haben wohl offenbar, so sagen Sie es zumindest die Geschäftsleitung, eine Abmachung mit dem Betriebsrat, dass sie morgen offen bleiben dürfen, natürlich auch auf dieser angeblich freiwilligen Basis. Was daraus werden wird, ist noch nicht sicher. Gesundheitssenatorin Stamer muss das entscheiden, ob morgen offen bleibt oder nicht. Ah, oh, war gut, wa? Der oh, konntet ihr uns auch bringen, das man sieht jetzt ja immer eine Werbung, McDonalds, wir McDonalds. Platz. Kinderstühle. Kinderstühle waren da, also so hat für uns da ein Bauzimmer, bloß so eine Kinderkissen noch dazu, was zu kriegen, ne? Aber die haben eben direkt in Kinderstühle gesessen, war einmal frei gewesen. Dann so ein Plastebecher, den Kaffee und einen Deckel mit drauf und, also das ist ein Wahnsinn. Ist ich sag, hast du mir ja keine Kaffeesahne mitgebracht? Doch, sag ich, das ist ja, Kaffeesahne, sie haben so komische Tünke. Ja, das ist... Hat geschmeckt eigentlich. Und wie finden Sie das Essen da? Ja, hat... Man kann ja hinkommen, wo man will. Überall schmeckt es anders, ne? Aber irgendwie war es nur noch... Wir müssen jetzt bestimmt hier nach rechts abbiegen. Ja, wir müssen jetzt hier rechts runter. Manche meine Geschmäcker sind auch unterschiedlich. Aber mir hat es gut geschmeckt. Und ich kenne es auch nicht alle. Das ist ja auch nicht bloß uns in der Erregung. Man staunt, wie das auch die Kinder so auffassen. Ja, der Norman nun nach, der hat mich förmlich mit angesteckt, bald umgedreht. Der war sowas von... Euphorisch, ja. Euphorisch, ja. Der ist vor dem Fernseher getanzt. Der war nicht vom Fernseher wegzukriegen, von den Bildern. Ich habe am Freitagmorgen...
Bilder und alles. Der wollte es auch nicht glauben. Mutti, da können wir jetzt Bettina besuchen. Nur hochhalten, dann durchgehen zu dir. Fahrzeug! Wenn ihr da auch etwas will. Friedlicher Ablauf hier gewährleistet sein. Bitte unterlassen Sie das Besteigen sowie das Herausbiegen von Steinen aus der Mauer. Vielen Dank. Schon, darf ich Sie mal was fragen? Ja, wenn ich beantworten kann, sehr gerne. Kommen Sie aus West- oder aus Ost-Berlin? Aus New York. Aus New York? Ja. Sie sind wahrscheinlich extra, ich bin hier geboren. Extra hierher geflogen, um das zu sehen. Richtig, ja. Ja? Ja. In der Tat? Ja. Aber ich bin eben nicht am Anfang geflogen, es war mir zu viel Gewimmel. Aber jetzt habe ich gedacht, es ist ein bisschen abgeflaut. Ich wohne augenblicklich in Hamburg und ich bin mit einem leeren Zug hierher gefahren. Sie haben in Berlin mal gewohnt. Ja. Wann war das? Bisher Hitler kam. Ach so. Ja. Und dann sind Sie ausgewandert? Dann bin ich nach Israel gegangen. Und da hat es mir auch nicht gefallen. Und dann bin ich nach New York gegangen. Und da gefällt es mir auch nicht. Ich möchte nicht. Ein ganz anderes Sentiment. Ich möchte wieder hierher. Aber das ist nicht so einfach. Muss ja nur auch schon eine Weile her. 1906 geboren, also von 6 bis 36 habe ich in Deutschland gelebt. Der Blick nach Ost-Berlin ist ja auch ungewohnt jetzt, ne? Ja, aber ich wäre auch nicht ganz schlau. Wo fängt die Leipziger Straße an? Wo geht es weiter? Kennen Sie den Potsdamer Platz von früher? Ja. Ich kenne nur von Fotografien, da muss ja tierisch was los gewesen sein. Ach, da war Verkehr, da war Leben, da war ein sehr vergnügtes Leben, war schön in Berlin. Was ist da gewesen auf dem Potsdamer Platz? Bars oder Cafés oder? Café Josti auf der einen Seite, Café Vaterland auf der anderen Seite. Überhaupt nicht, alles leer, überhaupt nicht wiederzuerkennen. Kann man gar nicht, weiß man gar nicht mehr, wo das hier stand. Ich habe überhaupt keine, ich habe gesehen, dass die links, haben ein Schild gesehen, Linksstraße, irgendwo hier. Da müsste der Rest vom Anhalter Bahnhof sein. Den habe ich auch nicht gesehen. Na, ich meine, das war ein richtig Zuhause, ein richtig Heimat. Mein erstes Erlebnis in Berlin war sehr ruhig. Bin ich aus dem KDW gekommen, habe jemand angerempelt. Aus Versehen. So. Ich sagte, I'm sorry. Ich sagte, seien Sie nicht sorry, kicken Sie, wo Sie hin gehen. Da war ich zu Hause. Thank you.
fahren Sie jetzt? Nach Potsdam. Nach Potsdam? Ja. Also wieder zurück? Nee, wir sind von Berlin gekommen. Wir wollen einfach nach Potsdam und nicht unten rum, sondern durch Berlin durch, weil wir denken, dass es kürzer und schneller ist. Ich denke ja. Wir haben das ein bisschen bange vor der Stadtautobahn, weil wir nur noch nicht wissen, wie die Verkehrsdichte da ist. Aber wir hoffen, dass es klappt. Ich bin Physiker und... Wie, was? Physiker bin ich, ja. Informationstechniker. Und jetzt wollen wir bloß Bekannte besuchen in Potsdam. Was ist euch denn so am wichtigsten eigentlich, wie es jetzt weitergeht? Habt ihr konkrete Vorstellungen von dem, wie es weitergehen soll? Eigentlich nicht. Meine Meinung ist, dass wir in das Chaos hineinsteuern. Und dass ich nicht weiß, wie wir unsere Wirtschaft irgendwie retten sollen. Das sind, glaube ich, jetzt die Hauptpunkte. Und dass man wahrscheinlich in der Bevölkerung damit, oder die Leute damit vertraut machen sollte, dass eine Zeit von vielleicht 5 oder 6 Jahren des wirtschaftlichen Niedergangs kommt, wenn wir unsere Wirtschaft wieder in Gang kriegen sollen. Dass wir lernen, vielleicht auch mal auf Konsum zu verzichten. Und wie ist das jetzt für euch so? Was hat sich geändert jetzt in diesen 3 Wochen so bei euch in eurem Umkreis? Hat sich euer Leben verändert dadurch? Tja, man braucht mehr Zeit zum Zeitunglesen. Und ansonsten muss ich sagen, schläft man vielleicht nachts schlechter, weil man über das, was an Korruption in der Staatsführung war, eigentlich ganz schön erschüttert ist. Also ich will nicht sagen, wir haben alles geglaubt, was in Zeitung stand, das wäre sicherlich falsch, aber dass es solche Ausmaße gehabt hat mit wirtschaftlichem Niedergang und mit Korruption, das habe ich nicht gedacht. Und darüber bin ich auch ganz schön enttäuscht. Sagen, sind es immer wieder die gleichen Gespräche. Man beklagt das, was gewesen ist, und man hat eigentlich keine Vorstellung, wie es weitergehen soll. Das ist irgendwie, ich will nicht sagen Mutlosigkeit, aber einfach nicht wissen, wie weiter. Und bloß Diskussionen darüber bringen ja auch nicht weiter. Also wir haben auch keine Konzepte dazu. Das ist vielleicht ja auch nicht unser Beruf. Habt ihr den Eindruck, jetzt so politischer geworden zu sein? Ja, auf jeden Fall. Ja? Ja. Also während ich mich vorher nicht für Politik interessierte, dachte ich jetzt eigentlich vielleicht mal, das, was ich glaube oder was ich denke tun zu können, wäre ein bisschen was in Richtung Ökologie zu machen, dass ich vielleicht doch überlege, mich einer Partei anzuschließen oder einer Gruppierung, demokratischer Aufbruch vielleicht. Also was mich vorher nie interessiert hätte, bin ich dann doch ein bisschen mobiler. Gute Fahrt dann, ne? Ja, Dankeschön. Hoffentlich kommt kein Unfall auf der Stadtautobahn. Hofft man ja. Wir sind ja mit den Fahrereien nicht vertraut hier. Ihr seid noch nie so im Westen jetzt auf so einer Stadtautobahn gefahren? Nee, noch nie. Na, woher auch? Naja, sollten wir die Möglichkeit haben. Und du befürchtest Schlimmstes? Naja, ich weiß nicht, wir haben gehört irgendwie, dass man ja beliebig schnell fahren kann, was weiß ich, mit 260 der Trabi schafft vielleicht gerade 100. Und wenn einer von hinten mit 260 auf den drauf fährt, ist halt auch Ruhe. Weiß ich nicht. Ich hoffe nicht, dass es so weit kommt. Also, toll. Ja, gut, danke schön. Tschüss. Tschüss.